Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 1.12.2020 und damit den Dezemberauftakt, nachdem wir unseren November als, ich möchte behaupten, stärksten Monat beendet haben, den der DAX jemals gesehen hat. Also wenn ich durch den Chart durchgucke, ich habe nirgendwo eine Kerze gefunden, die punktetechnisch so viel Umfang gehabt hat wie die Novemberkerze im Sinne einer Grünkerze. Ja, also die stärkste grüne Kerze, die ich weit und breit finden konnte. Starke Leistung auf jeden Fall. Und zum ich sag mal Monatsschluss haben sich hier ein paar ordentlich die Klinge in die Hand gegeben. Also hier gab es richtig auf die Fresse. Der gute Junge hier hat jetzt sogar einen Zahn verloren. Den Zahn hat er oben an der 400 verloren. Die haben sich hier echt nichts gegeben, ja, also beide Parteien. Wenn wir mal noch drüber oder zurück entsinnen, was wir hier eigentlich besprochen hatten, dann war relativ klar gesagt, okay, wenn das abwärts geführt, ist das schwach. Das ist eine Enttäuschung, die der DAX da zeigt. Das könnte nach unten dann durchaus in Richtung 2,30 und so weiter gehen. Tiefer dann sogar noch 1,90, 1,70 und wenn die fällt, eben vielleicht sogar nochmal bis 13,40. Das ist erstmal noch nicht passiert, aber wir sind ja extremst tief reingekommen. Also 12, 13,32, das ist schon echt eine Hausnummer gewesen von hier unten. Von dort einmal komplett ausgekontert. Oben hier ran, ihr seht es, fast an die 4,50 eben ran. Hoch an der 4,45. Nicht an der 4,60, wo das letzte Hoch steht im Tageschart. Ein bisschen ungewöhnlich eigentlich. Macht der Markt es meistens so, dass er einmal kurz da drüber schlägt. Das hat er hier jetzt nicht getan. Und dann halt wieder das komplette Ding drunter ge geprügelt. Also, 100 Punkte tiefer geschlossen als am Freitag. Was soll man da sagen, ne? Also, da fehlen mir auch ein bisschen die Worte, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich fand den Tag nicht einfach. Also, der lief für mich, also mir hat er nicht gegriffen. Also, das war das tiefere Tief hier unten halt, ne? Ist für mich speziell, ich habe das auch mit einem Kollegen diskutiert, für mich ist das ein Short-Opener gewesen halt, ne? Also ein neues tieferes Tief nach so einer Bewegung halt, ne? Leitet für mich jetzt einen Trendwechsel von Aufwärtstrend in Abwärtstrend über. So, das heißt, Rückläufe wären für mich dann möglicherweise eben Short-Gelegenheiten mit. Haben sich ja auch markante Bereiche angebahnt oder abgezeichnet, die man dort hätte nehmen können, aber der hat ja so brutal nach oben durchgedrückt. Das waren ja so lange Stundenkerzen. Da weiß ich nicht, da hat man gar keine Lust gehabt, zu Short zu suchen, halt, so wie der durchgeballert ist halt, ne? Und hat sich dann auch bewährt, also was heißt bewährt, das hat sich dann gezeigt. So, dann stand man hier oben, dann war der Markt draußen, über 400 oder an der 400. Oder war er da schon an der 400? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall deutlich drüber, über dem Hoch. Ja, und dann stellte sich die Frage, setzen wir unsere Elisa ein oder setzen wir unsere Elisa nicht ein? Die wollte long gehen, habe ich mir auch gedacht. Pff, nee, das wäre einfach zu heiß halt, ne? Lass dich weg. Hätte auch gar nicht geklappt. Den hätte es nochmal nach unten rausgeschlagen, weil der dann nochmal wie so ein Dummer einfach nach unten angerannt ist. Relativ komisch hochgedreht, dann hier oben nicht sauber vollendet. Runtergeschmiert, mit den Amerikanern dann nochmal Druck drauf. Am Ende dann wieder so ein. Ja, da müssen wir jetzt auch gleich nochmal drüber sprechen, aber also das war ein Tag, meine Güte. Also ich habe hier nicht einen Trade gemacht und ich bin auch nicht großartig traurig darüber, weil auch wenn da viele Punkte gelegen haben, ich glaube, ich hätte genau im falschen Moment drauf gedrückt, trotz dass ich da entsprechende Erfahrungen vielleicht auch mitbringe, aber also das hinten raus, das fand ich noch okay, das hat sich für mich schön klar gelesen, aber also das Gefuchtel hier, pff, meine Güte. Für mich wirkte das wirklich so, wie als haben wir größere Parteien versucht, das Ding zu entscheiden. Wir haben ja auch, ich glaube, die letzte Update-Mail am Freitag, die war bei uns recht plant am Montag ein bisschen mehr Bewegung ein. Ich meine, wir haben es auch im Video gesagt, ne? Dass wir jetzt um den Monatswechsel doch ein bisschen mehr Bewegung einplanen sollen, dass er sich deutlich von dem Bewegungsverhalten der letzten Tage lösen kann, ne? Und jetzt einfach, weil das oft so ist, auch um den Monatswechsel herum. Also ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Aber das war schon eine Hausnummer. Also im Gegensatz auch zu den ganzen letzten Tagen, die wir hier hatten, war das definitiv mal Volumen. Also ohne Frage, da haben wir Volumen drin gehabt im Markt, ne? Volumen ist immer gut für einen Ausbruch, haben wir ja aber nicht. Wir sind nicht ausgebrochen. Wir stehen tiefer als am Freitag. Also herzlichen Glückwunsch, DAX.
Das war auf jeden Fall viel Verwirrung gestiftet. So, jetzt gucken wir noch mal hin. Wo stehen wir? Wir stehen immer noch an diesem letzten Hoch. Ja, das heißt, in dem Moment, wo wir hier jetzt einfach auch nach unten raus noch nichts geschafft haben, im Zweifel können wir das noch nicht unten raus als ich sag mal, als Go werten halt. Ne? Es ist noch, der hat es noch nicht, das ist noch kein. Ich bin oben fehl ausgebrochen, ich möchte jetzt zurück, das fehlt noch. Aber da fehlt nicht viel. Und das könnte gegebenenfalls zum Dienstag jetzt kommen. Also da sollte man ein bisschen aufpassen. Wenn er sich zum Vormittag runter an die 2:30 legt und dann sich steil wieder nach oben zurückkämpft, wäre das im Sinne eines Turnaround Tuesdays, so dumm es klingt, wäre sogar wahrscheinlich, dass der Idiot dann wieder bis zur 4:60 hochläuft halt, ne? Also, wenn der hier unten 2:30 jetzt quasi eine Art Doppelboden stellt, am Vormittag, schönes Dienstagsvormittagstief, und der zimmert dort, von dort wieder massiv nach oben ran, ne? Legt sich wieder über die 300, da sollte man davon ausgehen, dass der echt wieder bis hochrennen kann. Ja, sollte der aber zum Dienstag über das Niveau, auch über den Nachmittag hinweg hier weiterfallen, also dann wird er nach unten ein bisschen geöffneter. Ja, insbesondere eben unter, ich sag mal, 13:30 wird dann diese Zone um 13:190, 13:170 interessant. Das ist eine super Supportzone. Selbst die zum Dienstagvormittag und wieder steil hoch, dem kann das Ding wieder zurückspielen halt. Ne? Das wäre für einen Dienstag üblich. Aber wenn er zum Nachmittag dann die Barriere hier noch bricht, würde ich ihm etwas mehr Raum einräumen. Das wäre nicht ungewöhnlich, wenn der sich dann an die 13:100 nochmal legt, 13:130, 13:100. Vielleicht sogar an die 13:40, wäre nicht ungewöhnlich. Sollte man ein bisschen im Blick halten. Bleibt unser DAX aber über der 13.300 und fuchtet hier nicht unten drin rum und schafft es auch über die 13:30 nochmal, bekommt er ehrlich gesagt wieder eine Chance nach oben. Wir sind von der Chartlage noch, dadurch, dass wir auch das letzte, also den letzten markanten Punkt, den wir gesetzt haben, das war ein Hoch, und zwar ein neues Verlaufshoch, sind wir per se auch noch im Aufwärtstrend. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Schluss. Letzten 5 Minuten nach unten gestochen, wie dumm. Eher signifikant für möglicherweise einen Aufwärtsgap. Wir erinnern uns, das haben wir hier auch mal gesagt, ne? Auch hier hat man das mal. Da hat es den Markt so stark nach oben gezogen in den letzten Minuten, typisch für einen Abwärtsgap. So kurz vor Börsenschluss nach unten trotzen, so 20, 30 Punkte. Ah, das ist. Es gibt auch Fälle, da kommt dann ein Abwärtsgap dann tatsächlich, aber oft ist es einfach so, dass er daraus dann einen Aufwärtsgap macht. So, wenn er jetzt einen Aufwärtsgap bringt, was er dann offen lässt, hätte er natürlich wieder gute Karten, sich nach oben rauszudrücken. Aber hat er auch hier gute Karten gehabt. Also, mich hat er total überrumpelt, dass der hier noch ein neues Hoch gemacht hat. Ich habe damit nicht gerechnet. In dem Moment, wo der hier so schönes Abwärtsgap gebracht hat, ich dachte, er legt jetzt unten los. Also, und wenn er mich überrumpelt hat, dann hat er auch andere überrumpelt. Also, da hat er ganz viele überrumpelt. Da werden nicht viele dabei gewesen sein, denen das hier leicht gefallen ist. Und das dürften dann wirklich nur wenige gewesen sein. Und dann hätte er ja die Möglichkeit gehabt, rauszurennen, loszurennen. 5,70, 5,50, keine Ahnung, völlige Eskalation nach oben. Das wäre doch alles möglich gewesen. Er hätte, glaube ich, ja gar nicht viel Widerstand gehabt. Aber nein, wollte er nicht. Wollte ihr zurück. Also, mal gucken. Ich würde es trotzdem 3,30, ich würde es an der 3,30, 3,50, ich würde es dort festmachen. Geht der drüber zum Dienstag, kann er im Zweifel hoch Richtung 4,50 nochmal anlaufen. 4,50, 4,60 und 500. Das bleibt legitim, das bleibt dann weiter gültig und das hat dann auch weiter Bestand halt. Ne? So, ich weiß, das ist relativ knapp. Das kann durchaus da ein bisschen. Naja, es wird scheiße zu handeln sein. Es bleibt nicht aus. Ne? Aber so, wenn er da drunter bleibt unter der 13:30, 13:50, würde ich denken, wir kriegen hier Vormittag nochmal Stress auf der Unterseite. Ja, hängt ein bisschen vom Gap wahrscheinlich dann ab. Das ist so vom Bild her, auch vom Dienstag her, würde das gut passen, dass er hier runtersticht. Ich denke, wir kriegen das echt. Man wird die ersten Minuten abwarten müssen. Man wird diesmal nicht bis 9:30 Uhr warten müssen. Ich sage montags immer gerne, warten Sie bis 9:30 Uhr. Wahrscheinlich reicht hier schon ein 8 Uhr Open aus, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Sollte das nämlich noch runtergehen, sollte der oder um 3,70 eröffnen, also 2,70, 13, 2, 73 eröffnen, dann würde ich denken, wir knabbern nochmal an der 2,30, vielleicht sogar an der 1,90. Ja, das denke ich schon. Und dann wäre wichtig,
boxte es komplett wieder raus über den Dienstagmittag und Nachmittag oder hackte sich nochmal ein neues Tief rein. Und oben, ja, ich würde es 3,50, 3,30 würde ich einen Cut setzen. Und darüber im Zweifel einen DAX nach oben nochmal ein bisschen Spielraum einräumen. Weil er hat kein tieferes Tief gebildet. Ja, hat jetzt hier ein höheres Tief, hat zuletzt einen neuen markantes Verlaufshoch gesetzt. Jetzt kein tieferes Tief, sondern ein höheres Tief, belässt er das dabei, dreht wieder hoch, wäre trendseitig ein neues Hoch wahrscheinlich. Und das dann eben bei der 460 bis 500. Ja, das heißt, in dem Moment, wo der DAX jetzt hier auf Stundenebene wieder deutlich auftritt, kommt ein neues Hoch. So, gucken wir noch kurz den Tageschart. Tageschart, die absolute, also Halleluja. Das ist ein Vollidiot, ey. Also wirklich. Was, weiß nicht, was er sich hier dabei gedacht hat heute. Also, das ist ein Lappen, ey. Ja, was soll man da sagen halt, ne? Also, das suchen Sie mal in einem Buch, in dem das erklärt steht, wie Sie hier jetzt reagieren sollen. Keine Ahnung. Also, das ist für mich auf jeden Fall neues Hoch abverkauft. Punkt. Mir kann ich dazu nicht sagen halt, ne? Wäre aus dem Tageschart heraus, wäre das für mich Signal nach unten. Richtung mittleres Band. Mittleres Band liegt 13.15 rum. 13.015 rum. Pff. Was soll man da sagen halt, ne? Also das ist eine Nullnummer gewesen. Der hat fast am Tageseröffnungsniveau geschlossen. Herzlichen Glückwunsch aber auch. Also ich weiß, es gibt Kerzenbezeichnungen dafür. Aber das. Nee, lass mal weg. Also für mich ist es ein abverkauftes neues Hoch. Er hat sich die letzten Tage schwer getan auf den neuen Hochs. Das wäre für mich jetzt auf Tagesebene hier jetzt eher mehr ein Signal unten raus, aber es müsste durch eine rote Tageskerze bestätigt werden. Und wahrscheinlich macht die schon das ganze Programm. Wir gucken mal. Aber das würde für mich bedeuten, ich sollte mir unter 13.230 Short suchen, diese Tageskerze. Gut, damit wir lassen den mal hier oben noch ein bisschen ausknuspern. Der hat jetzt hier schon, der hat ja hier schon viele so eine komische Kerzen hingestellt. Da ist ja auch nicht wirklich was draus geworden. Wir lassen den jetzt erstmal hier noch ein bisschen ausknuspern. Tagesstart gucken wir uns später nochmal an. Das ist, ja, aber eher noch nach unten. Aber das ist also auf jeden Fall ein Tag, der spannend war. Zumindest als Zuschauer. Gemacht habe ich nicht viel, also eigentlich nichts. Und auf jeden Fall ein spannender Tag und auch gewiss kein einfacher Tag. Also wer hier Schwierigkeiten hatte, den zu greifen und vielleicht nicht die ganze Zeit reingehackt hat, um 10 Stop-Loss zu kassieren, der hat schon mal alles richtig gemacht. Wem das gelegen hat, der hat sich bestimmt auch gefreut, war ja gut Bewegung drin gewesen, aber das war auch nicht meins. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, dann gucken wir uns an, was der Dienstag bringt. Ich denke, an der Eröffnung wird man schon vieles ableiten können. Entweder wird es über 3,30 oder es wird unter 2,70. Das könnte schon den ersten Impuls dann geben in die eine oder andere Richtung. Und dann wird der Dienstag bestimmt nicht nochmal so komplizierter Tag wie das zum Montag gewesen ist. Ist auch für einen Montag eine total untypische Bewegung, was er hier gemacht hat. Das ist ja runter, hoch, runter. Das ist eher typisch für einen Donnerstag, was er hier gemacht hat. Vielleicht haben die Amerikaner einfach, weil sie ihren Thanksgiving-Donnerstag nicht handeln konnten, jetzt einen Donnerstag nachgezogen. Das ist ganz typisches Donnerstagsprogramm. Abwärtsgap, neues Hoch, wieder runter. Das ist ganz, ganz typisches Donnerstagsprogramm, aber ganz gewiss kein typischer Montag. Egal, Haken dran, Tag erledigt. Das Konto hier nicht merklich kleiner wurde, hat man schon mal relativ viel richtig gemacht. Und ansonsten. Wir gucken morgen wieder rein. Wir hören uns morgen, schauen uns an, was der Trottel da noch gemacht hat. Wie gesagt, der Kampf ist noch nicht gefochten. Das wird noch ein bisschen knistern. Wir gehen auch auf den Dezemberverfall zu. Da dürfen Sie noch ein bisschen Spannung erwarten. Und ich mache jetzt hier aus. Viel Erfolg, gutes Klingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.